fing alles so friedlich an. Und dann plötzlich, schaut einfach selbst. Vielleicht ist es mein letztes YouTuber-Insel 3-Video. Hallo Freunde, willkommen zurück zur YouTuber-Insel. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Wir haben einiges auf der Liste heute stehen, deshalb will ich gar keine Zeit verlieren. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen gleich zu Amir. Wir werden mit Amir über einige bestimmte Geschäfte gleich reden. Ich bin schon gespannt, was er für coole Items für uns wieder am Start hat. Deshalb, Leute, lasst uns da hingehen. Ihr lasst schön einen saftigen Like da und... Hey, da ist er auch schon, der krasseste Verkäufer im Lande. Wie geht's dir? Digga, du kommst genau an dem Tag, wo ich komplett neue Ware wieder am Start habe. Nein, ich komme ja genau richtig. Also erstmal, Amir, ich würde gerne kurz was abklären, ja, wegen gestern. Du hast ja gesagt, wir können zu Warden gehen, du hast mir 4 Totems gegeben. Zum Glück habe ich nicht ein Totem gewastet. Aber, Bro, wir haben auch leider diese Verzierung nicht bekommen. Wir haben aber dafür 2 verzauberte Goldäpfel gefunden. Und Itachi meinte, er gibt seinen einfach nochmal ab. Das heißt, wenn er gleich direkt später zu dir kommt, dann kann er dir deinen Goldapfel geben, den verzauberten. Also Deal 1 abgeschlossen, ne? Ja. Okay, sehr gut. Dann erzähl mal, was hast du denn so Tolles? Guck mal, jetzt on Mars, stackweise. Was? Enderperlen? Stackweise. Okay, nice. Hab jetzt 4,5 Stacks, gerade 4 Stacks und 12 habe ich gerade Seite. Stark. Und, wo bist du? Boah, du hast dir sogar einen Mace geholt. Geil. Und diese Verzierung sieht auch echt cool aus. 2 Stück sogar. Oha. 3 Stück. 3 Stück sogar. Ja, geil, Mann. Ja. Also, das ist auch noch Ware und natürlich, was bei mir immer auf Ware ist, ne, ist ja klar. Ein Dreizack. Was eigentlich mit dir, Sio? Digga, du bist doch hier Dreizack-Meister 9000. Du hast gar keinen Dreizack. Ja, ich sag dir ehrlich, ich kam leider noch nicht zeitlich dazu, weil ich privat noch ein paar Sachen erledigen musste. Deshalb konnte ich nicht farmen. Aber dank dir gibt es halt jemand, der sich drum kümmert und Sachen verkauft. Deshalb, wenn du sagst, Bro, wenn du für uns Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Zeit gerade haben, so Sachen zur Verfügung stellst und verkaufst, bin ich gerne bereit, das auch abzukaufen. Warum nicht? Also ich habe 2 Dreizacke gerade im Rucksack, die zum Verkauf dastehen. Ja, und full verzaubert oder was? Ja, natürlich, verkauf direkt full verzaubert. Okay, sehr, sehr geil. Haltbarkeit und Mending. Wie teuer ist ein Dreizack bei dir dann? Also der normale Preis ist bei 1,5 Diamanten. Ja. Aber Sio, ich sag dir ehrlich, Dreizack gehört zu dir wie der gelbe Mouthpiece, die gelben Klamotten. Bei dir würde ich sogar einen Rabatt machen. Okay, ja, und was? Gib mir ein Stack und dann... Ein Stack? 32 Diamanten gehe ich runter. Ein Stack Diamanten und dann... Okay, das ist übelst korrekt. Dann lass mich mal ganz kurz gucken. Warte, ja, ich habe hier noch diese Blöcke hier. Ich hoffe, das reicht. Ich baue dir mal ganz kurz ab. Bam, bam, bam. Drück mir die Daumen. Ich glaube nicht, dass das... Ich guck mal, wie viel ich habe insgesamt. Die nochmal hier rauf. 38 habe ich gerade. Aber weißt du was? Alles gut. Hört sich doch schon mal sehr geil an. Danke, dass du mir so einen Rabatt gemacht hast. Das heißt, diese 24 Diamanten... 22 Diamanten brauche ich noch. Die gehe ich nochmal farmen. Und dann komme ich wieder. Ja, okay, machen wir das so. Werd den schon mal verzaubern und so. Und dann lege ich den zurück. Hast du ein Bett? Können wir kurz mal hier pennen gehen? Ich habe ganz viele Betten hier, ja. Ja, lass uns mal kurz schlafen, damit es dir hell wird. Ja, du kannst bei dem hier schlafen. Ja, ich glaube, du musst auch pennen gehen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Okay, schon viel, viel besser. Jetzt scheint auch die Sonne wieder. Gut, Bro, ich freue mich schon richtig, jetzt diese paar Diamanten zu besorgen. 22 Diamanten, das schaffe ich easy. Dann gehe ich mich jetzt auf den Weg machen. Ich komme in 10 Minuten wahrscheinlich wieder. Ja, ich bereite mich vor. Was machst du denn hier? Gut, mach's gut, Jungs. Was ist denn hier los? Ciao, ciao. Hey, einen Moment, Sio, einen Moment. Stehen bleiben, bitte. Bro, ich will meinen Dreizack holen. Ich muss Diamantenfarm gehen. Ich werde einfach unter der Insel gleich farmen bei uns, dann haben wir easy. Easy peasy gleich Diamanten. Welche Insel? Was redest du von Diamanten gerade? Was willst du jetzt eigentlich? Ich musste eigentlich kurz mit Amir hier reden, aber ich habe gesehen, du machst hier komische Geschäfte wieder hier mit Amir, ne? Nee, also Amir macht hier gerade wirklich legale Preise und legale Sachen. Also er macht keine illegalen Sachen. Was laberst du? Okay, lass mich mal kurz hier hochkommen. So, lass mal hier kurz mal reden, bitte. Also einmal kurz bitte. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja die Polizei, ich muss meinen Job machen. Polizei? In welcher Welt lebst du denn? Naja, okay, das ignoriere ich jetzt mal, diese freche Aussage, Sue. Bro, ich muss weg, ich habe keine Zeit jetzt. Nee, du hast jetzt Zeit. Wir müssen das jetzt klären. Was willst du mit mir klären? Wo hast du deine Diamanten her? Ich habe im Stream Diamanten gefarmt in Höhlen, ganz normale Höhlen. Da gibt es eine Rebellion gerade auf der Insel. Es tut mir leid, dass ich dich gerade so anmache, aber ich muss hier jeden abchecken, wo er seine Dias und so her hat. Ich kann dir genau sagen, wo ich meine Dias her habe. Man hat alles im Stream gesehen. Teilweise habe ich ein paar von unserer Insel genommen, unter der Paulberger Island oder wie das heißt. Da bin ich einfach runtergegangen. Dann habe ich auch ganz weit weg noch gefarmt. Ist doch gar kein Problem, Bro. Du weißt schon, dass man nicht unter der Paulberger Insel einfach Dias farmen darf, ne?
Bro, das wo wolltest du gerade hin? Wo wolltest du gerade hin? Ich wollte gerade jetzt einfach irgendwo mich runterbuddeln, ganz normal, wie man das in Minecraft immer macht und dann Diamanten guck mal, holen. Erstens, tut mir leid, Armin, ne, dass ich das hier mache, ne? Aber ich muss hier kurz diese Personenkontrolle machen, Bro. Also, guck mal, Sue, ich habe auch nichts gegen dich, ne? Aber du darfst nicht unter der Pauberger Insel Diamanten farmen. Das ist so gesagt worden von Max. Bro, reicht mir langsam. Hallo, hallo. Was soll denn das jetzt? Was ist das für ein Angriff hier? Ich hab doch keine Angst vor dir. Ich lass mich doch nicht jetzt irgendwie dazu zwingen, keine Diamanten. Ja, Bro. Ja, wir können das auch direkt. Polizist. Ja, und was heißt das jetzt? Wie, was Bro. Heißt das jetzt? Warte mal, Energy. Ja. Willst du mal nicht mal ganz kurz reingehen? Ich glaube, du wolltest mir noch eine Lieferung vorbeibringen. Wenn du, der jetzt aber abhaut, ne? Dann was ist es nein, nein, der muss ich deine ganzen Sachen kompensieren. Ja, der haut nicht ab. Du musst doch sowieso. Du schuldest mir doch noch was, oder? Ich schulde dir noch was. Ich hab doch da was für Polizist, als ob ich hier Angst vor Energy hab. Bro, als ob ich Angst vor ihm habe. Ich werde ein paar Bogenschüsse gleich reindrücken und dann lässt er mich in Ruhe. Sue, mach einfach, was er sagt. Glaub mir, das schützt dich vor Problemen, okay? Warte so mal sprechen. Ganz kurz. Ich muss Geschäfte weitermachen, Bro. So. Ich muss, ja. Was meint Amir? Amir, es waren 3 Stacks, oder? 4. Was für Probleme? Ich hab doch gar keine Angst vor irgendjemandem hier, Leute. Ich hab Totems, ich hab meinen verzauberten Goldapfel, ich leg mich mit jedem an. Der Einzige, der mir gefährlich werden kann, ist vielleicht Trinan oder Itachi, Leute. Aber das sind auch die Einzigen, sonst leg ich mich gegen alle an. Guck mal, ich hab gerade schon wenig Zeit und jetzt bist du noch hier und lässt mich nicht meine Sache machen. Es sind die Rechte, es sind Gesetze hier. Ja, Gesetze, schön und gut. Bro, ich zieh mich jetzt zurück. Weißt du was, geh zu deinem Zuhause oder wohin? Ich komm gleich nach. Geh dahin. Auf gar keinen Fall, ich werde mich jetzt gleich runterbuddeln. Weg, danke, meine Freunde, ich muss weiterarbeiten. Yo. Ciao. Energy. So. Ich folg dir, auf geht's. Bro, guck mal, ich will jetzt ganz kurz mal cool mit dir reden, okay? Ja, wir sind auch cool. Nein, das hat dich, hier, steig mal ein, steig mal ein, steig mal ein. Okay. So, fahr los. Wohin du mich auch immer bringen möchtest. Bro, ich will dir jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen sagen. Alles schön und gut. Bro, du kamst letztens zu mir, nervst mich mit irgendwie meinem Haus, was ich da vor ein paar Wochen gebaut hatte. Sagst irgendwie, ja, ich hab's nicht regelkonform gebaut. Das hindert irgendwie andere Leute da zu bauen. Bro, das macht doch gar keinen Sinn. Alter, Sue, es gibt Regeln hier auf dem Server und du musst diese Regeln nachgehen. Wenn du das nicht tust, muss ich dich in den Knast stecken. Bro, verstehst es gibt du das immer nicht? Regeln. Was kann ich dafür, wenn du da irgendeine Organisation gründest und denkst, dass jetzt die Regeln für alle gelten? Ich gründe diese Organisation, das haben alle zusammen entschieden. Ja, wo? Sogar die Admins wissen das steht Bescheid. Nichts im Discord. Nicht? Ich habe alles gelesen, das steht gar nichts. Was laberst du da? Bro, also wirklich, das ist so also gemein okay, von dir, ne, Sue? Gut. Ich werde jetzt die Organisation gründen, dass wirklich alle, die öfter als einmal gestorben sind, also Schmocki und ich jetzt in dem Fall, nein, wir haben hier die Rechte und können entscheiden, was wir hier auf der Insel alles machen. Nein, alle anderen müssen nach unserer Nase tanzen. Verstehst du das? Ja, geil, jetzt kriege ich sogar noch Abbaulähmung. Geil, ja. Digga. Sue, guck mal, pass mal auf. Du denkst einfach, du kannst machen, was du willst, aber du kommst jetzt erstmal. Ich mach doch aber nichts Schlimmes, als ob ich dich angreife und töte. Du hast Diamanten. Warte, wir gehen jetzt mal zu deinem Haus. Wir wollen mal dein Haus sehen. Bro, jeder farmt. Ich hab nicht mal die Zeit gehabt, Bro. Ich hab nicht mal die Zeit gehabt, richtig zu farmen. Und du nervst mich gerade mit irgendwie Diamantenfarmen. Und wer ist das da vorne? Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Aber wieso durfte ich keine Diamanten farmen? Jeder rennt doch hier mit Full-Diamant-Rüstung rum. Ich hab's legitim im Stream vor ein paar Tagen gemacht. Was erzählst du da? Alter, ist okay, Sue. Man kann nicht mit dir diskutieren anscheinend, Alter. Mit mir diskutieren, weil es gar keinen Sinn macht, was du sagst. Du sagst Bro, mir, ich darf nicht Alter. Farmen gehen in Minecraft. Hä? Doch, darfst du, aber mir wurde gesagt, ich soll darauf achten, dass keiner unter unserer Insel einfach die Diamanten abfarmt. Das geht nicht. Warum? Das Land gehört jemand anderen und du baust da einfach Ressourcen von der ganzen Stadt ab. Du Bro, von der Insel, das ist die YouTuber Insel 3, als ob ich jetzt genau von dir die Diamanten geklaut habe. Bro. Hä? Leute, jetzt mal ehrlich, warum macht der Junge immer Stress? Es ist einfach mein Job. Es ist einfach mein Job. Bitte, hab ich recht oder bin ich im Unrecht gerade? Ich check das nicht. Und dann kommst du in den Knast für 2 Tage. Es tut mir leid, aber ich muss das durchziehen. Energy, bitte laber hier keinen Müll, okay? Wir sind gleich da. Energy. Bro, ich weiß, du bist PvP-mäßig krass. Aber Bro, es geht doch gar nicht Sinn. Ja, aber ich töte dich doch noch gar nicht. Ich hab doch noch gar nichts Schlimmes gemacht. Ist okay. Hier geht's nicht nur um Töten, hier geht's um Regeln. Wohin willst du mich gerade überbringen?
Wir gehen jetzt zu unserer alten Base. Dein Haus. Dein einziges Haus, was du besitzt. Komm. Und dann? Was willst du mir zeigen? Ja, ich zeig dir mal, dass du dein Haus wahrscheinlich immer noch nicht so regelkonform bearbeitet hast. Bruder, das wird mir gerade echt alles lächerlich, ne? So, komm mit. Also ich habe schon gecheckt wegen Kian, so dass er auch langsam gar keinen Nerv hatte. Und jetzt behandelst du mich auch schlecht, obwohl ich mich für dich eingesetzt habe. Immer wenn ich mich für Leute einsetze, wird auf mich dann gespuckt, Alter. Ich gebe dir meine Hand und du spuckst mich an, Digga. Das stimmt gar nicht, Alter. Das hat nichts Persönliches zu tun. Du musst dich einfach nur an die Regeln mal halten, Mann. Ich habe doch nichts Schlimmes verbrochen. So. Jetzt schauen wir uns mal dein Haus an. Bro, Diamanten zu farmen ist ein Kindergarten hier auf dem Server. Ich habe 38 Diamanten und eine voll verzauberte Rüstung. Und du laberst mir irgendeine Frikadelle an mein Ohr. Wow. Und das findest du okay? Ja. Das findest du okay? Laber hier einfach öffentlich. Ach, echt. Was für eine Base. Was ist das hier? Wer hat mein Haus kaputt gemacht? Das ist abgebaut. Ach ja. Guck mal, das ist sogar noch frisch. Denergy, warum machst du das? Das hast du doch safe gemacht, ne? Du hast das gemacht. Du platzierst das hier alles. Machst es so dreckig, damit ich wieder schlecht dastehe, ne? Bei deinen komischen neuen Regeln. Keine Ahnung, was du für eine Organisation gegründet hast. Es sind keine komischen Regeln, Sio. Du wirst sehen, es werden die anderen Leute bestätigen, dass du hier einen Fehler gerade machst, Sio. Und ich guck mir dein Haus an. Guck mal, du hast nicht mal drin irgendwelche Lichter. Du hast gar nichts. Was ist das überhaupt für eine Base? Du kannst das nicht mal ein Haus nennen. Was soll das? Wenn hier jemand durchläuft über das Lava, stirbt derjenige einfach. Weißt du was, Sio? Ich habe echt keine Lust, mit dir meine Freundschaft zu verschlechtern oder so. Aber du machst dir einfach, was du willst. Und ich war das wirklich nicht, Denergy. Ich werde das hier alles abbauen müssen. Weißt du, wie viel Zeit das brauchen wird? Deine Base ist richtig schlecht und du machst alles jedes Mal einfach, wie du willst, Alter. Ich war das nicht. Ich gehe jetzt Diamanten farmen, okay? Was für Knast? Was lachst du? Drohst du mir gerade? Ich gehe jetzt Diamanten farmen. Nein, ich... Du kommst jetzt mit. Bro, was soll das? Jetzt reicht's aber, Alter, jetzt. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass du eine Chance gegen mich hast. Hör auf damit jetzt, Sio! Nein, auf gar keinen Fall. Du kommst nicht mehr aus dem Knast raus, ich sag's dir, ne? Hör auf damit! Du, es reicht! Oh mein Gott. Nervensäge, Alter. So eine Nervensäge, Leute. Wirklich, Alter, wie kann man nur so provozieren? Wie kann man nur so provozieren? Was geht mit dem Chat auf einmal ab? Was labern die da? Bro, warum tust du das? Hä? Warum? Hast du nicht getan? Das war's jetzt. Ich stecke ihn direkt in den Knast. Was geht mit dem Chat auf einmal ab? So, Sio. Hast du es gesehen, was die Leute schreiben? Es wird Probleme geben, oder? Hast du gesehen, was die Leute schreiben? Hä? Hast du gesehen? Hast du das gesehen, Sio? Du kommst jetzt mit. Du siehst es, ne? Du checkst es nicht, dass der Server und die Admins entschieden haben, dass ich der Polizist bin, Bro. Du musst das tun, was ich dir sage. Und wenn du hier gegen die Regeln bist, dann kommst du jetzt mit in den Knast. So, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzunehmen. Wenn sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird ihnen einer gestellt. Haben sie das verstanden? Bro, was passiert hier gerade? Was laberst du? Auf geht's. Rüstung ausziehen. Einmal die Rüstung aus. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Okay, ich komme mit, aber ich werde meine Rüstung nicht ausziehen. Willst du noch auf der YouTuber-Insel 3 spielen? Okay, dann lass mich wenigstens meine Items haben. Gut, dann komm aber mit. Aber Bro, ich habe das wirklich nicht gemacht. Du entschuldigst. Das ist mir egal. Ich war das du nicht. Du hast die Verantwortung. Ich habe doch mit den Diamanten nichts Schlimmes gemacht. Ich kann die doch auch wieder geben. Warum seid ihr gerade auf einmal so zu mir? Ob komm das jetzt schlimm ist, dass du jetzt 104 Mal gestorben bist, juckt doch nicht. Ja, juckt nicht, ne? Juckt nicht. Bro... Komm mit jetzt, Sio. Es reicht jetzt wirklich. Ich habe auch keine Lust. Weißt du, wir sind so gute Freunde gewesen und immer noch. Aber dass du hier einfach auf dem Server so tust, als ob ich irgendwas gegen dich habe. Alter, du machst einfach gegen die Regeln Sachen, Bro. Was habe ich denn gemacht? Okay, das mit den Diamanten, dass das vielleicht unter der YouTuber-Insel nicht erlaubt ist. Das stand nirgendwo. Du musst jetzt gerade stehen dafür. Aber Bro, ich war das mit der Base nicht. Irgendjemand hat mir eine Falle gestellt. Das warst du selbst wahrscheinlich. Du willst mir irgendwie... Bro, ich habe das nicht verdient. Verstehst du? Und wenn auch. Du musst dich drum kümmern. Selber schuld. Ich kann doch nichts dafür. Du hättest mir doch normal sagen können, ey, Sio, bei dir ist da irgendwie... Jemand hat an deiner Base rumgebastelt. Guck mal, wer das war. Dann würde ich doch selber mich da auf den Weg machen und die Person angreifen gehen. Bro, du hast mich jetzt auch angegriffen. Das ist Angriff gegen einen Beamten. Weil du mich provoziert hast. Nein, ich wollte doch deine Items eh nicht nehmen. Und ich habe gesehen, dass du so oft gestorben bist. Sonst hätte ich dich eh nicht gekillt. Bro,
Hör mir einfach zu. Wenn du vor Gericht bist und jemanden tötet und er aber davor sagt, ja, ich wurde provoziert, deswegen habe ich ihn getötet. Digga, in welchem Film lebst du hier auf einmal? Hä? Komm mit. Ja. Wo sind wir hier? Ich war hier noch nie, seitdem das hier neu gemacht wurde. Das ist die YouTuber-Insel, auf der du Diamanten gefarmt hast. Komm mit. Bro, das ist aber nicht die Stelle gewesen hier. Ich hab ganz normal auf der YouTuber-Insel, da wo diese ganzen Meteoriten und Regen und keine Ahnung was. Hier rein. Wo sind wir hier gerade? Das ist die YouTuber-Insel, das ist die Paulberger. Ja, zeig mir alles erstmal. Ich glaub dir das nicht. Ah, mir ist Platz. Was hab ich verpasst? Ich war zwei Tage nicht online und auf einmal. Ja, ach echt, Jo, in die K-Allee? Komm mal mit. Und wir werden gerade bedroht, wenn du es nicht verstehst. Schau dir das an. Wir werden gerade bedroht. Und das glaubst du, warum ich so aggressiv bin. Die erste Plage wurde ignoriert. Lang lebe die Rebellion der Unterwelt. Bro, du denkst doch nicht ernsthaft, dass ich was mit dieser Rebellion zu tun habe. Kennst du jemanden von der Rebellion? Hast du da schon mal was gehört? Du denkst safe, dass ich der Anführer bin, oder? Ich sag dir ehrlich, ich sollte vielleicht der Anführer sein, weil das, was ihr macht, das ist hier korrupt, was du machst. Hast du gerade zugegeben, dass du der Anführer der Rebellion bist? Ich habe gesagt, ich wäre der Anführer, weil ich lasse es nicht zu. Ich steck doch alle unter einer Decke, irgendwie habe ich das Gefühl. Wieso behandelt ihr mich auf einmal so? Ich hab nichts Schlimmes gemacht. Ich bin auch Zeuge. Ich hab's auch gehört. Es gibt Leute, die haben 6 Deck Diamanten gefarmt nach ein paar Stunden. Ich hab kurz im Stream ein bisschen Diamanten gefarmt und du willst mich dafür anmachen? Ja, das ist deine Schuld. Und du musst jetzt dafür gerade stehen. Komm mal mit. Es gibt hier Regeln. Komm mit. MBK, hilf mir. Was ist das? Bist du der Anführer der Rebellion, Tzu? Nein! Was? Nein! Komm mal, Tzu. Komm mal, lies dir das mal durch, bitte. Lies dir das durch. Gesetze, Diebstahl, 4 Kill, 64 plus Kill zerstören. Steuer 10%. Es ist egal, was da steht. Es gibt Gesetze, da verstehst stand du? Nirgendwo. Und diese Gesetze werden durchgezogen. Was heißt das jetzt für mich? Dass du in den Knast kommst und auch eine Dia-Strafe zahlen musst. Komm mit jetzt. Ein Knast. Ja, ihr habt doch safe keine Admin-Blöcke. Ich baue mich einfach wieder raus. Bro, verstehst du nicht? Du wirst gebannt. Ja, ist klar. Ich werde gebannt. Ich werde gebannt, ist klar. Du spielst hier gegen den Server, nicht gegen mich. Ich erinnere mich, hier unten war irgendein Gefängnis. Da, wo ich dich rausgeholt habe. Weißt du noch, wo ich dich hier unten rausgeholt habe? Das ist der Dank. Es ist nichts Persönliches gerade. Komm mit. Du hast selber Schuld, Tzu. Geh rein jetzt. Ich will nicht mehr mit dir reden. Geh rein. Hier rein? Geh in den Knast rein. Ja. Ja, ich habe meine Spitzhacke. Ich baue mich hier raus. Oh. Bitte, Tzu. Mach einfach das, was ich dir sage jetzt, Alter. Bleib hier drin. Dann wirst du auch weiterhin YouTuber Insel 3 spielen können. Wenn du dich hier rausbaust jetzt, Bro. Ich sag dir, Gnade mir Gottes. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr YouTuber Insel 3 spielen kannst, Bro. Ist das dein Ernst? Und ich möchte das nicht. Ist das dein Ernst? So behandelst du mich für etwas, was ich nicht getan habe? Ich habe mein Gebäude da nicht umgeändert. Das war ich nicht. Bro, du warst das. Und diese Diamanten habe ich ganz normal von der YouTuber-Insel unter uns geholt und noch auch andere Höhlen von weiter weg. Du hast nicht dich um dein Haus gekümmert. Jeder muss ein richtiges Haus haben. Es muss angemeldet sein. Und das hast du alles nicht getan. Du hast einfach Lava auf den Boden gelassen. Du hast Dias irgendwo gefahren. Und du hast mich angegriffen und getötet. MBK, was passiert, wenn ich mich jetzt einfach hier rausbaue? MBK, sag es ihm. MBK. Ich baue mich hier gleich einfach raus. Aber warum ist der Chat so... Warum ist der Chat so abgegangen? Komm mal kurz runter, bitte. Hä? So, jetzt kann es dir auch jemand anderes nochmal sagen. Wirklich, Tzu. Wo ist er denn? Er ist doch gar nicht da. MBK, was passiert, wenn ich jetzt mich hier rausbaue? Ich glaube dem Typen nicht. Er will mir doch irgendeinen Prank stellen. Sag es ihm. Wenn du dich hier rausbaust. Ja. Ich kann doch hier... gebannt. Ich werde gebannt? Ist das euer Ernst? Ja. Wenn du gegen die Regeln gehst... Ist das euer Ernst? Ich werde gebannt für etwas, was ich nicht getan habe? Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Leute, sagt bitte mal allen YouTubern Bescheid. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht. Ich war das nicht mit meiner eigenen Pace. Und diese Diamanten, darf ich keine Diamanten farmen? Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ey, wirklich, ich fühle mich so unfair behandelt. Ich habe nichts Schlimmes gemacht.